Ja, ich grüße euch. Ich mache jetzt hier ein Video, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Es geht um das Modell hier, ne? Die hatte ich euch vor längerem schon mal gezeigt, die 82 von Pico. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das Ding ist einfach der totale Katastrophenhaufen ist das. Also so ein Modell, furchtbar. Ja, das ist echt, naja, absoluter Schrott. Du kannst das irgendwo anpacken. Die Steuerung hier vorne. Ja, das gehen die Sachen gehen raus hier. Dann das hält nicht gescheit. Diese ganze Plastikmurks da vorne drin von der Steuerung. Dann habe ich hier neue Haftreifen aufgezogen. Dafür musste ich diesen ganzen Rotz hier auseinander machen, sprich diesen Zapfen rausziehen. Haftreifen da drauf gewürcht, dann das vorsichtig wieder reingemacht, dann haben dann diese Steuerstange, die war nicht richtig rum, dann hatte sich das verklemmt, dann sprang hier oben was von den Gelenken raus. Also ich sage euch, das ist eine Megakatastrophe, dieses Teilchen hier. Also wer sich sowas ausgedacht hat, so eine Konstruktion zu machen, absoluter übler Wahnsinn, ey. Ja, laufen tut das Ding auch. Ja, Katastrophe. Ja, das ist, naja. Ist nichts Gescheites. Der Motor dreht hier nicht richtig. Das habe ich den mal rausgebaut. Will ich mal diesen ganzen alten Kram hier ablöten und versuchen, das mit einer Neuverkabelung und so weiter und so fort instand zu setzen. Ne? Motor kriegt man raus, indem man hier dieses Seitenteil hier oben ausklipst. Dann kann man das rausnehmen. Dann kriegt man auch den Motor da raus. Aber wie gesagt, das ist meiner Meinung nach, ist das nicht das Gelbe vom Ei, das Apparat hier. Ne? Heißt der Pico Classic, das Ding. Ja. Kannst du mit neuen Maschinen, kannst du das halt nicht vergleichen. Ne? Das ist halt, ja, das ist Gammel, ey. Man regt sich eigentlich nur auf über so ein Modell, was eigentlich sehr schön ist, rein optisch. Aber von der Technik her ist der Apparat eine absolute Katastrophe. Also ich werde erstmal versuchen, irgendwas hinzukriegen, dass der Apparat funktioniert und fährt und ich weiß nicht, keine Ahnung, muss ich mal sehen, ob ich das schaffe. Ich habe die schon mindestens 4 oder 5 Mal in der Hand gehabt, immer wieder weggelegt, weil das so ein Murkskram ist hier. Also da hat man gar keinen Spaß dran, an sowas zu arbeiten. Ne? Absolute Megakatastrophe, das Ding, ey. Ja, wie gesagt, ich will mal gucken, was da jetzt geht, ob ich da irgendwas hinkriege, dass das Ding funktioniert. Ansonsten wandert der Apparat in die Tonne oder sonst irgendwas. Also es ist schlimm. Ich schalte erstmal die Kamera ab, weil ich bin hier momentan so ein bisschen gereizt. Ey. Das muss ich mir erstmal ein bisschen abregen. Ey. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier das ganze Fahrgestell gereinigt. Ich habe das einmal komplett in Isopropanol gebadet. Na, damit der ganze Schmodderdreck da unten rausgegangen ist, habe das alles neu geölt, die Achsen gefettet, sodass ich das jetzt halbwegs leichtgängig drehe. Aber Betonung liegt auf halbwegs, weil so richtig leicht drehen tut sich das auch nicht. Ne? Das ist, naja, es geht so. Es ist auf jeden Fall etwas besser als vorher, aber so der Bringer, meiner Meinung nach, ist es nicht. Läuft halt schon ein bisschen schwergängig, das ganze Ding hier. Naja, was soll's, kann man nicht ändern. Mein Kommentar zu dem Modell habe ich ja schon abgegeben. Ne? So, ich habe jetzt hier diesen ganzen Kabelscheißer ausgelötet, das mache ich alles neu. Motor habe ich rausgeschmissen, das mache ich auch alles neu. Diesen ganzen Klumpatsch da dran hier. Weil das gefällt mir so alles hinten und vorne nicht. Das werde ich alles neu verlöten. Ja, und dann mal gucken, wie das dann funktioniert. Ey. An der Lichtgeschichte weiß ich noch nicht, ob ich da großartig was machen werde, weil so wie das aussieht, wird das da drin eh nicht gescheit funktionieren, das Licht. Ja, weil die Lichtleiter sind alle so dermaßen bescheiden. Ja, das ist hier diese Vor für die vorderen Laternen. Da läuft hier so ein ganz dünner Lichtleiter lang hier unten drinne. Und da muss irgendwie Licht von der Glühbirne, sprich, da ist ja jetzt eine LED drinne, muss da irgendwie Licht hinkommen. Und das sehe ich noch nicht, wie das funktioniert. Also das ist totale Katastrophe. Und da jetzt irgendwie hier LEDs aufzukleben, um dann wieder mit Kabeln und Steckerverbindungen zu arbeiten, da habe ich ehrlich gesagt, absolut keinen Bock drauf bei dem Modell hier. Das, ne. Bin froh, wenn das blöde Viech nachher irgendwie läuft und dann ist das gut so. Also da einen riesen Heckmeck mache ich da nicht. Das ist ja vergebene Liebesmühe oder wie sagt man da so schön. Ne? Ich gucke, dass ich das halbwegs hinkriege, dass das Ding fährt und dann ist das gut so. Ey.
So ein Kram. Katastrophe. Ja, hinten ist halt auch eine LED da drin, so eine Glühbirnenersatz in LED-Version. Das hatte der Vorbesitzer da wohl reingebaut. Ja, muss ich gucken, da werde ich da wieder Kabel anlöten und dann bleibt das so, wie das ist. Wie gesagt, Heckmeck mache ich da nicht, habe ich keinen Bock drauf. Das Ding nervt mich nur hier. Ja, wie gesagt, die Schnittstelle, da will ich jetzt andere Kabel dran löten von ESO, diese dünnen und diese fetten Teile hier. Ja, dann muss ich gucken, ob ich die irgendwie da festmache, die Schnittstelle. Und dann kann ich euch das wieder zeigen, wenn ich was geschafft habe. So, ich habe jetzt hier an dem Motor die Kabel angelötet. Der Motor kommt jetzt wieder da rein. Wo man hier ein bisschen drauf Acht geben muss, ist dieses Zahnrad. Das kann also beim Arbeiten kann das ein bisschen nach oben rutschen oder rausrutschen und dabei kann sich dann diese Achse verdrehen. Und da muss man halt gucken, dass die nachher mit diesen Gegengewichten, sage ich mal, hier von den Rädern, dass das alles wieder in einer Linie steht, weil diese Pleuelstange ist hier mit diesem Rad nicht verbunden. Und wenn sich das dann nachher dreht und das passt nicht, dann verklemmt sich diese Pleuelstange. Also da muss man, wie gesagt, aufpassen, wenn man dieses Zahnrad rausnimmt, dass diese Achse nachher wieder richtig steht. Gut, Motor kommt jetzt wieder da rein. Der hat auch ein Tröpfchen Öl bekommen. Das Deckelchen wieder da drauf setzen. Ich denke mal, das muss man dann erstmal da unten reinfrickeln. So, das ist jetzt wieder da drinnen, alles zusammengebaut, Motor läuft. Das heißt, läuft, es dreht sich zumindest hier. Kann da mal ganz gut Strom drauf geben, ob der Apparat fährt. Schauen wir mal. Also das Ding läuft auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut soweit. Ja, das ist schon mal okay, dann funktioniert. Gut. So. Also das ist Plus, dann ist das Minus, dann ist das Orange, Gelb. Leitung Blau. So, ich habe hier nochmal neue Leitungen angelegt. Habe ja jetzt ESO-Litze genommen, weil die ein bisschen dünner ist und nicht so fett wie das, was da vorher da drin war. Die Leitung habe ich jetzt hier teilweise in einem Schrummschlauch verlegt, damit das hier an der Seite vorbeilaufen kann. Hier ist ein Führungsschläuchlein. Hier ist eine kleine Führung für das blaue Kabel, damit das hier rüberspringt. Das weiße Kabel läuft hier drüben lang, hier auch durch einen Schrummschlauch und läuft dann hier am Motorblock, sage ich mal, hoch, auch durch einen Schrummschlauch wird das geführt. Und trifft sich dann halt hier hinten. Die hinteren Kabel habe ich auch angelötet. Motorkabel, Stromabnahme rechts. Das Ganze läuft hier durch den Schrumpfschlauch nach oben auf diese hintere Lampenhalterung, wo dann hier oben die Schnittstelle irgendwie, weiß ich auch nicht so genau, hin soll. Anderen Seite sieht das auch ähnlich aus. Ne? Da laufen die Leitungen, Stromabnahme links. Dann Motor Orange läuft dann hier auch durch, genauso wie Blau und Gelb von der hinteren Laterne. Läuft auch durch so einen Schrumpfschlauch hier nach oben. Warum habe ich das alles gemacht? Damit die Leitung halt hier nicht in die Schwungmasse vom Motor reinkommen, ne? Damit da so ein bisschen ein Freiraum ist. Weil vorher bei der alten Verkabelung, da flogen die Kabel alle relativ, ja, da im Gehäuse rum und hätten die Schwungmasse treffen können und so weiter und so fort. Das hat mir nicht gefallen, deshalb habe ich das nochmal ein bisschen sauber verlegt. Ja, und jetzt muss ich gucken, dass ich den ganzen Kabelrotz hier an die Schnittstelle dran kriege, ne?
Das will ich mal machen und dann zeige ich euch das gleich wieder. So, ich habe jetzt hier die ganzen Leitungen angelötet an die Schnittstelle, habe die mit doppelseitigem Klebeband auf der Halterung von der hinteren Laterne festgeklebt. Ja, hoffe, dass das alles funktioniert, dass der Deckel da drauf passt, würde ich gerade mal ausprobieren. So, ich habe den Kasten jetzt zusammengeschraubt, Decoder hier unten reingeschoben, Schnittstelle, in den Stecker da reingesteckt, in die Schnittstelle. Also muss ich gucken, dass der Deckel irgendwie da drauf passt. Oh Mann, dann hat das Leiden endlich ein Ende. So, der Apparat ist jetzt fertig. Deckel ist drauf. Ich habe da nochmal so ein paar Zurüstteile angebaut. Da lasse ich den Kleber nochmal ein bisschen abtrocknen und dann will ich das Ding nachher nochmal testen, ob das fährt. Ja, große Hoffnung habe ich da nicht. Lichtmäßig wird da wahrscheinlich gar nichts passieren, dass man da nicht viele was sieht. Naja, schauen wir mal. So, ich habe jetzt hier den 82 mal auf die Anlage gestellt. Na, so sieht das Ganze aus. Problem, was sich darstellt, das Ding fährt nur in eine Richtung. Ich denke mal, da ist wahrscheinlich der Decoder kaputt da drin, keine Ahnung, wie sich das darstellt. Auf jeden Fall fährt der Apparat nur, ja, jetzt aktuell rückwärts. Ja, das Licht dazu, seht ihr, das sieht, man sieht nur oben das Licht, unten kommt gar nichts raus. Ja, habe ich schon befürchtet, dass das nicht funktioniert. Ich mache mal kurz andere Seite an. Ja, da seht ihr auch. Ja, da seht ihr auch, oben das Licht leuchtet, unten kommt so gut wie gar nichts an. Gut, das Licht jetzt vielleicht nicht komplett an der Lok. Daran ist der Sache geschuldet, dass da so eine komische, ja, so ein Glühbirnenersatz als LED drin ist und das Ding strahlt halt primär nach vorne und da kommt halt unten das Licht leider Wie nichts gesagt, an. fahren tut das Ding nur rückwärts. Na, wenn man dann vorwärts einstellt. Hört man da drinnen nur ein komisches Quietschen und Brumseln, was auch immer das sein soll, keine Ahnung. So, Fahrtrichtungswechsel. Dann setzt sich das Ding zumindest da in Bewegung und fährt. Na, ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, wie ich die Lok einsetzen kann. Weil da der hintere Kupplungshaken festgeklebt wurde vom Vorbesitzer. Also wie gesagt, da fährt der Apparat so halbwegs vernünftig. So, gleiche Beispiel bei wieder 221. Krepppapier, da ist Feierabend, ne? Und ich habe heute wieder ein bisschen gemalt. Ich habe hier die Felsen schon mal angefangen mit Farbe zu versehen. Das ist noch nicht fertig, die müssen erst wieder abtrocknen, dann werden die Kanten noch mal so ein bisschen graniert, damit das noch ein bisschen gescheiter aussieht. Da der Höhlenbereich, das habe ich braun gemacht, nur so just for fun. Ja, da ist ein bisschen Farbe drin. Ja, und hier drüben stellt sich es halt so dar, wie gesagt, das ist noch nicht fertig. Ja, da muss ich noch granieren. Ja, Mädchen steht hier oben, ich drehe sie einfach mal um. Und dann kann die eine Runde zurückfahren, wenn sie es denn dann tut. Ah, jetzt ja. So. Geht sie wieder zurück. So, da ist der Hobel wieder angekommen. Ja, rückwärts fahren tut das Ding, ne? Das ist auch alles. Ja, gut, das liegt jetzt wahrscheinlich nicht an der Lok, da ist wahrscheinlich der Decoder kaputt, keine Ahnung. Weiß ich nicht, also da jetzt nochmal ein ESO-Decoder reinpflanzen, weiß nicht, ob ich das investieren möchte. Dafür ist mir die Lok einfach zu, naja, nicht wichtig genug, ne? Ich fand die eigentlich schon schön so von der Optik, deshalb wollte ich die auch schon die ganze Zeit mal haben, so eine 82. Aber wie gesagt, dass das Pico-Ding hier, naja, so eine ungelungene Konstruktion ist, auch mit diesem ganzen Plastikgestänge da unten. Also da, naja, egal, was soll man machen. So, da bin ich nochmal mit einem kleinen Nachtrag.
Das hat mir natürlich keine Ruhe gelassen, dass der Apparat jetzt nur in eine Richtung gefahren ist. Na, letztendlich, was habe ich gemacht? Ich habe den Decoder da rausgerissen, das Pico-Teil. Habe in meiner Krabbelkiste mal geguckt und habe da noch einen alten Decoder gefunden. Ich meine, es müsste einer von Tams sein. Ja, da habe ich dann eine Schnittstelle angelötet, sprich einen Stecker, ne, die Kabel auch gleich kürzer gemacht, damit da nicht so ein Kabelgewusel drin ist. Ja, und jetzt letztendlich fährt der Apparat jetzt in beide Richtungen. Auch gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ja, ich hatte ja auch gesagt, dass hinten diese Kupplung da festgeklebt ist. Das scheint aber auch gar nicht mal so problematisch zu sein. Ich habe da mal einen Zug dran gehangen. Zumindest hier auf diesen großen Bögen fährt da der Apparat. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der den Zug da bzw. den Wagen rausdrückt, weil die Kupplung fest ist, aber das funktioniert komischerweise. Also der Apparat fährt hier auch mit dem Zug hinten dran. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Na gut, das habe ich wahrscheinlich zu viel gesprochen. Ja, nee, danke. Nee. Jetzt hat die Lok rausgeknallt hier, tolle Wurst, ey. So, ist die Lok rausgesprungen, ob das jetzt an der Kupplung da liegt, keine Ahnung. Ach, mal schauen, was jetzt da passiert. Ja, sie quält sich mehr schlecht als recht um die Kurven, also so, naja. Gut, da ist jetzt wieder Feierabend, das ist klar, ne? Weiter geht's ja halt nicht, ne? So, schicke ich den Zug mal wieder zurück. Ja, ne, also das funktioniert schon mal nicht. Seht ihr hier, also mit der Kupplung, das ist, tut mir leid, bescheiden, obwohl ich weiß es nicht, ob das an der Kupplung liegt. Wenn wir uns hier mal die Puffer angucken, die drückt sie auch zusammen. Ich denke mal, dass das eher an den Puffern liegt, dass es da den Wagen raushebelt. Dass man es richtig erkennen kann. Scheiße. Ja, ich glaube, die Puffer hier, das ist zu eng, das hebelt dadurch den Wagen raus, sprich die Lokhebels raus. Dann muss ich gucken, ob ich da irgendwas machen kann. So, ich habe die Lok jetzt mal umgespannt, das heißt, die fährt jetzt logischerweise rückwärts. Vorne die Kupplung funktioniert ja. Mal gucken, ob sie damit durch die Kurve fährt, ohne dass es die Lok rausdrückt. Also so scheint es zu funktionieren. Ja, das ist schon mal besser auf jeden Fall. Da gibt es keine Probleme bei der Rückwärtsfahrt, das ist schon mal gut. Ja, hier fährt es auch wunderbar rum, das ist also kein Thema. Also, das funktioniert schon mal in dieser Richtung zumindest. Das ist nicht schlecht. Gut, dass wir Feierabend, das ist klar. So, umgesteckt. Also, so funktioniert das auch. Also rückwärts fährt die Lok jetzt einwandfrei, das ist prima. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus jetzt hier, das ist doch gut. Okay, also nach dem kleinen Eingriff, sprich dem Tausch des Decoders, fährt der Apparat jetzt vorwärts und rückwärts. Das ist schon mal nicht schlecht. Einziger Haken ist jetzt natürlich hier im wahrsten Sinne des Wortes die Kupplung, die da fest ist. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen, dass ich da eventuell noch mal eine andere reinbaue. Ja, ansonsten ist das halt eine Lok, die fährt dann eben rückwärts, dann ist das halt so, ne? Ja, gut, das war es dann jetzt letztendlich zu der 82. Hat jetzt dann doch nochmal ein halbwegs akzeptables Ende genommen, sage ich mal. Der Tausch des Decoders hat dann da nochmal was gebracht, dass der Apparat jetzt zumindest vorwärts und rückwärts fährt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, gut. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist ein sehr, sehr, wie soll ich das sagen, zwiespältige Angelegenheit, dieses Teilchen. Also, ich weiß es nicht. Also persönlich gesagt, ich würde sie mir nicht nochmal kaufen. Vielleicht gibt es ja eine 82 mal von einem anderen Hersteller oder Pico legt die mal auf in einer technisch geupdateten Version. Dann ist das vielleicht ein rundum sorglos Paket, aber so, naja. Ja, weiß nicht, ey. Sie fährt jetzt zwar, aber naja.
So, der Bringer ist es halt dennoch nicht. Muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er sich sowas antun will. Ja, nein. Wie auch immer, keine Ahnung. Ne? Gut, das soll es dann letztendlich gewesen sein. Danke euch nach wie vor fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.